Das ist doch genial, oder? Das war die neue Form von Bill Mitchell, dem neuen Chefdesigner von Chevrolet, der maßgebliche Autos entworfen hat hier, der unter anderem auch den ersten Buick Riviera gemacht hat 1964. 1963 war das sein Meisterwerk hier. Der Begriff Stingray, Stachelrochen, war neu. Das war für die ganze Baureihe in Zukunft prägend. Und die ganze Kunststoffkarosserie, aus Kunststoff sind sie ja immer, war auch nochmal eine völlige Neuentwicklung. Nie vorher hatte es so eine Form gegeben hier, mit diesem umlaufenden Knick. Ja, das ist ja unglaublich, wie schön das gelöst ist. Und nur aus diesem Grund hat man gesagt, du kriegst die Lampen verpackt. Bei der Renn Grand Sport, da ist das einfach hier aus Plastik und dann stehen da die zwei Scheinwerfer drin. Aber ich finde diese Lösung natürlich viel, viel schicker für die Präsentation dieser Corvette 8-Zylinder aus der Urserie 1963 als Convertible. Originalfarbe und alles. Richtig schön. Ist der nicht herrlich? Das ist doch die ursprüngliche Motorisierung nach dem T-Modell, von dem über 15 Millionen Stück gebaut wurden. Hat Ford erst mal anderthalb Jahre die Produktion stillgelegt und Anfang 28 dann mit diesem Auto wieder angefangen. Er hat so viel Hubraum wie ein 320er Mercedes, nämlich 3,2 Liter, aber nicht 210 PS, sondern 40. Immer ist Klimaanlage inbegriffen durch ausstellbare Frontscheibe. Ja, wir haben jetzt schon Bremsen rundum und nicht mehr nur noch vorne. Und auch hier keinen Kofferraum, sondern dieses angehängte Kofferreck, das so praktisch ist, wenn man die Schatztruhe einfach zu Hause packen lässt und am Urlaubsort dann ins Zimmer tragen. Und das war's. Herrliches Auto, Dankeschön. Der Vierzylinder zieht alles weg. So wie es im Original war, also nur ein bisschen wachsen, ein bisschen streicheln. Wie sagen die Amerikaner TLC? Wissen Sie, was das bedeutet, TLC? Tender Loving Care. Ja? Also das lässt man normalerweise den Damen angedeihen, aber es geht auch in dem Fall mal. Ja? Also good TLC. Dass der in der Vermietung nicht kaputt geritten wurde, ist schon doll. Hey Mustang, erste Serie. Hier seht ihr, wie er von hinten aussieht. Glattes Heckblech. Dreier Lampen als Einstücklampen, das ist die zweite Serie mit dem geknickten Heckblech. Hier ist es das Hardtop Coupé und das Hardtop Coupé hat den Vorteil, es half, du kannst so stehen bleiben, das war Mensch, ja, es half den Ford-Leuten im Motorsport zu gewinnen. Also erstens mal ist es so, eigentlich müsstet ihr zwei ja aussteigen, weil ihr seid ja das Symbol für das, warum dieses Auto gemacht wurde. Ihr müsst aber nicht, ja, weil... Ja genau, die junge Frau will auch mal ruhig aussteigen. Denn die junge Dame ist schwanger. So, und das gefiel dem Ford-Präsidenten Lee Cocker zu dieser Zeit ganz besonders. Man nannte es das Auto für die Generation Babyboomer, weil halt nach dem Krieg so viele Babys kamen. Und die Jungs haben sich dann auch rangehalten, es hat alles gestimmt. Also eigentlich habt ihr das Auto im genau richtigen Augenblick. Ja, also ihr müsst mindestens, bis ihr ihn verkauft, warten, bis das Baby 8 ist. So, tschüss mein Lieber, euch beiden alles Gute, ja, wir halten die Daumen. Viel Spaß und schönen Applaus hier für unsere Mannschaft im Mustang, der in Deutschland nur T5 heißen durfte, als er rauskam, weil die Firma Kreidler mit ihren Mopeds und die Firma Krupp mit ihren Lastwagen den Namen Mustang sich schon gesichert hatten. Guck mal, jetzt hat auch als Project Firebird gebaut wurde, dieser Cougar natürlich, nicht Camaro, nein Camaro, Entschuldigung, dieser Camaro, nicht Cougar, ist das Konkurrenzmodell zum Ford Mustang. Und wenn wir ehrlich sind, hatte ja GM den Mustang erstmal verschlafen. Da mussten sich beeilen und schnell mit dem Camaro kommen. Der kam dann 68, ne? 69 ist neuer. Also hier erst 69, 67 kam der erste Camaro. Genau, ja. Da haben sie den Mustang Konkurrenz gemacht. Ja. Dann gucken wir mal unter die Haube hier bei diesem geilen Auto. Jetzt könnt ihr nur staunen, was man so alles tun kann hier, wie so ein Motorraum aussieht. Alles blitzeblank, ein Edelbrock-Kopf links und rechts, eine Edelbrock-Ansaugbrücke und offene, fast offene Vergaser mit Mini-Luftfilter. Muss man beim Staub schon aufpassen. So, und jetzt, oh, es war das Licht an. Aber es wird es schon schaffen, oder? Mit dem Anlasser. Also, super schönes Auto, tolle Innenausstattung. Und ja, ganz anders in der formalen Lösung als der Ford Mustang, der da als Konkurrenzmodell steht. Days of Thunder, aber bitte nicht so doll losfahren, sonst muss ich das morgen alles neu einsehen hier auf meinen eigenen Knien.
natürlich der Sound, den man liebt. Ja, also man kann so ein Auto als Vertikutierer einsetzen, aber dann bitte nur im eigenen Garten. Ja, was für ein Dollar Lincoln, 960. Alle Extras, alle Options, so heißt das Ding auch noch. Custom hier, macht die Hupe. Auch er hat übrigens so ein magisches Autoauge auf dem Armaturenbrett, um den Gegenverkehr zu erkennen. Es ist ein Coupé, dieses Auto, was wir hier sehen, mit allen Extras dieser Welt. Unglaubliches Gerät. Du hast aber hier was geändert. Wer macht denn so tolle Airbrush? Ja, ich sag mal so, meine Mädels muss ich ja immer mithaben, sag ich mal. Das sind also die auch typischen Pin-Up-Girls, sag ich mal. Vielen Dank. Also Lincoln Premier als Custom, als Coupé. Und das eben in der Zeit, in der die Flossen in den Himmel wachsen, 1958, 59. Und wieder eine ganz andere Darstellung der Form eines Autos. Ja, Sie sehen, am Dach oben ist extra das Dach noch mal ein bisschen eingewölbt. Dann gibt es hinten diese Auslässe. Also alles ist Form, alles ist schön. Nicht zu früh einbiegen, sonst haben wir hier innen Probleme. Aber es haut schon hin. Ja, also das ist American Taste. Der legendäre Wagen, der ja in fast allen Filmen in Amerika vorkommt, aber es ist nicht der Chevrolet Caprice in diesem Fall, sondern man erkennt es an dem geteilten Kühlergrill immer noch mit dem Logo von Pontiac. Das ist also in diesem Fall ein Pontiac Grand Sport Station Wagen ist. Also gute Ideen gleichzeitig. Jetzt kommen wir mal endlich zu einem klassischen Chevrolet Impala. Dann, was die Lackierung angeht, bisschen flacher vorne, leicht verändert worden, hat natürlich einen neuen Brilliant Shine hier, einen super Lack da drauf auf diesem Auto. Das ist also der Impala hinten im Heckfenster sogar als passendes Modell dazu. Hier wieder diese schönen Windabweiser, die gleichzeitig Schatten im Auto bringen. Armaturenbrett lackiert in Wagenfarbe. Boah, und hier drin ist es, hast du Klima laufen lassen oder warum ist es hier so schön kühl? Die ist noch reparaturbedürftig. Haben ein so perfekt kupfergoldenes Armaturenbrett und müssen dann diese Blechverkleidung von der Seitenscheibe einpassen, die natürlich nicht perfekt passt, unter einer Maßgabe. Weh, du machst das. Aber schnell. Ja, ich hatte Zeit. Hervorragend, ja, das kann man sich nur wünschen, sowas. Also, bin voller Bewunderung. Sie kriegen von mir auch so ein Aero-Kit. Das soll ich nämlich für alle tollen Autos mit einer guten Story vergeben. Und das haben Sie ja hier mehr als verdient. Innenhimmel, neuwertig, alles perfekt. Sonnenblenden, die Türverkleidung, wie sie sein müssen. Allein diese Materialien, perfekt gemacht. Und auch diese Impala-Baureihe, die ja nun ganz schlicht ist und der Vorläufer vom Caprice ist in der Massigkeit, auch in der Darstellung in Filmen. Auch der kommt in allen Filmen, in allen Movies der 60er Jahre vor, als Taxi, als Polizeiauto und als was man immer so sich in Filmen halt Autos in offiziellen Funktionen vorstellt. Chevy war immer, genauso wie die Standard-Ford-Modelle, sehr beliebt bei allen Leuten, die Filme gedreht haben, weil man sie zu großen Mengen billig einkaufen konnte. Natürlich ist noch das Blatt. So, wir machen nochmal Lincoln Continental. Sie erinnern sich an den Metallic-Blauen vorhin, der die Best of Show gewonnen hat, der da hinten unter dem Baum steht. Weiterentwickelt hat sich das Ganze dann dank des dänischen Designers Knutzen zu dieser kantigen Form mit den verdeckten Scheinwerfern und dem Grill, der natürlich auch ein bisschen an Rolls-Royce erinnert und an jeden griechischen Tempel. Und das ist ein Coupé, aber da kann man auch problemlos zu 6 Personen drin fahren. Baujahr 78, Mark IV, also mit diesen Luftauslässen hier auf der Seite. Und ist sogar ein Mark V. Entschuldigung, was ist denn da der Unterschied? Das musst du jetzt überhaupt erklären. Ich kann das immer von außen gar nicht erkennen. Ich finde Mark IV und Mark V sind sehr ähnlich. Schönes Auto, mein lieber Mann, ja. Aber wie gesagt, da machst du auch beide Türen auf, dann sind 4,50 Meter Breite fast erreicht. Da muss also die Normgarage dann eindeutig ausgeweitet werden, wenn man sowas parken will. Vielen Dank. Lincoln, Marke der Präsidenten. Läuft sehr schön. Muss ein bisschen ausholen, wie bei jedem Lastwagen.